Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Schütze. Mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Oktober. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Schützen. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, wie du in den Monat startest, welche Energien, welche Schwingungen zeigen sich am Monatsanfang. Dann schauen wir in die Blockaden, in die Hürden, die in den kommenden 30 Tagen am stärksten in deinem Feld wirken. Denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Wir schauen uns an, welche Entwicklungen sich im materiellen, finanziellen bzw. beruflichen Sektor zeigen. Und im letzten Teil der Legung schauen wir in die zwischenmenschlichen Beziehungen. Was dürfen wir hier erfahren? Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Oktober für dich hat. So, ich ziehe noch die letzten Karten und dann fangen wir schon an. Bitte beachte, es handelt sich um Tendenzen. Tendenzen sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Du hast es immer in der Hand, wie es weitergeht. Sollte sich die ein oder andere negative Karte zeigen, ist es auch immer ein Hinweis vom Universum, dass du hier prophylaktisch handeln kannst, dass du hier etwas unternehmen kannst. Also du bist immer Herr bzw. Frau der Lage, der Situation. So, und jetzt fangen wir an beim Anfang. Was tut sich Anfang Oktober? Ich sehe, es geht hier in deinem Bewusstsein sehr, sehr stark um irgendeine Sache, die vielleicht schon ein bisschen zu lange in deinem Feld ist, in deinem Leben ist. Irgendetwas ist hier schon längst vorbei. Das kann jetzt vieles sein, das kann jetzt irgendwas im Beruflichen sein, das kann eine Gewohnheit sein, das kann natürlich auch eine andere Person sein. Und man merkt, man versteht sich nicht mehr so. Alles Mögliche. Also Hier geht es um irgendetwas, was nicht mehr so funktioniert. Ich habe hier nämlich auch die Energie, eine frische Energie, die Energie des Neuanfangs, wie ein zweiter Frühling, eine frische, auch wenn jetzt eben, wenn diese Legung hier eben im Herbst veröffentlicht wird. Das wirft irgendwie das Licht auf etwas, was hier jetzt anscheinend abgeschlossen gehört, wo man sich überlegen muss, wie geht denn das weiter. Des Weiteren sehe ich hier, eine Erleichterung, die sieht man auch von außen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch wahrnimmst. Ich denke schon. Vielleicht bist du hier ein bisschen sehr beschäftigt mit dieser Sache, die jetzt eben nicht mehr so in dein Leben passt. Dir ist hier irgendwo etwas klar geworden. Es geht hier um eine Klarheit, die Erleichterung bringt. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass das hier eine Wahrheit ist, die im ersten Moment nicht so angenehm war, aber insgesamt einfach eine ganz wichtige Sache. Irgendein Schalter hat sich hier umgelegt und hier ist jetzt eine Leichtigkeit, die wir hier wahrnehmen können. Und ich habe ja auch das Gefühl, es geht hier darum, das soll sich jetzt auch ausbreiten. Das soll hier nicht nur punktuell in einem Bereich bleiben. Du möchtest dieses Lebensgefühl der Leichtigkeit haben. Das
kann ich hier sehen. Und jetzt bist du eben auch damit beschäftigt, was hier eben nicht so stimmig ist. Jetzt schauen wir mal in die Blockaden und ich sehe hier, hier geht es anscheinend auch um irgendetwas, wo du dich ausgeschlossen fühlst. Das könnte hier hochkommen oder vielleicht auch etwas, was abgeschlossen ist, wo du noch ein bisschen, wo du vielleicht noch nicht so ganz loslassen kannst. Also irgendetwas, was hier vielleicht auch gar nicht so sehr für dich bestimmt ist, wo du vielleicht ein verzerrtes Bild hast und glaubst, dass das zu dir gehört. Also das, was ich hier auch sehe bei dieser Blockade, ist, dass hier wichtig ist, die Perspektive zu wechseln, denn das, wo du dich ausgeschlossen fühlst oder nicht zugehörig fühlst, das ist ein ganz kleiner Teil. Wichtig ist, dass du den Kopf hebst und siehst, was hier noch alles um dich herum ist, denn hier geht es um ganz viele Möglichkeiten. Und dann sehe ich hier noch was im Zwischenmenschlichen, dass hier jemand anscheinend nicht ganz ehrlich ist oder hier vielleicht auch versucht, dich einzufangen oder auch auszunehmen. Vielleicht auch einfach ein Hinterhalt, kann natürlich auch in Richtung Betrug gehen. Also irgendwas, das werden wir uns dann näher ansehen, worum es hier geht. Schauen wir mal, was wir hier erfahren dürfen. Wir werden jetzt als erstes mal widmen wir uns Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Güter. Welche Entwicklungen sehen wir hier im Oktober? Und hier ist die Schwingung im ersten Monatsdrittel gut. Also hier sehe ich auch eine Leichtigkeit. Hier löst sich auch irgendeine Blockade im Umfeld, also irgendeine Schwere im Umfeld. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, also um diese Blockade geht es im letzten Monatsdrittel auf den ersten Blick gesehen in beiden Bereichen. Irgendetwas anderes löst sich hier aber. Ich habe das Gefühl, es geht hier um diese Erkenntnis, die du auch hast, die Erleichterung hereinbringt. Hier sind positive Schwingungen, hier geht's voran, hier bist du wirklich ganz im Flow. Also da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so viel näher reinschauen im ersten Drittel. Da ist diese Leichtigkeit einfach gegeben. In der Monatsmitte, ich glaube, es geht hier auch darum, hier dürfte vielleicht auch ein Teufelskreis aufgelöst worden sein. In der Monatsmitte bist du auch sehr aktiv, auch friedlich gestimmt. Hier habe ich auch die Info, dass hier irgendeine positive Meldung für dich hereinkommt. Das kann eine Zusage sein. Das kann ein neues Projekt sein. Das könnte auch ein Eingang sein, also dass hier Geld hereinkommt. Eine positive Meldung aus dem Umfeld in der Monatsmitte. Jetzt schauen wir mal. Also du bist auch aktiv im Umgang mit anderen. Das wird auch wichtig sein, eben dass diese Meldung zu dir kommen kann. Vielleicht geht es auch um eine Beförderung. Kann auch ein neues Projekt sein. Es hat mit anderen Menschen zu tun. Und es geht, denke ich, auch darum, weil sich hier am Monatsanfang, hier löst sich eine Schwere. Ich glaube, die hat dich schon lange begleitet. Das ist auch wirklich also sehr erfrischend, sich das hier so anzusehen. Das freut mich auch wirklich sehr. Im letzten Monatsdrittel kommt es dann zu einer Art Prüfung. Ich sehe hier nochmal, dass hier etwas hereinkommen soll. Also entweder geht es ja darum, dass dir jemand noch einen Gefallen schuldet oder dass hier ein Geldeingang stattfinden soll. Kann natürlich auch im Zusammenhang mit diesen positiven Neuigkeiten stehen. Könnte vielleicht auch irgendwas in Richtung Erbschaft sein, dass ist auch möglich. Das hängt jetzt natürlich wieder von deiner individuellen Situation ab. Also irgendetwas kommt hier herein, was förderlich ist für Beruf, Finanzen etc. Also das kann man hier sehen. Dann ist hier irgendetwas im Verborgenen. Da
muss ich jetzt, da brauche ich jetzt eine Information. Was bedeutet das? Und was bedeutet das? Nee, alles klar. Ah, okay. Also gegen Monatsende kommt eben diese Prüfung auf dich zu, wo diese, woher eine Blockade fallen soll. Es wird ein bisschen unruhiger gegen Monatsende hin. Hier tut sich einiges. Also ganz natürlich, es ist hier auch wichtig, dass du nicht alle Ideen preisgibst gegen Monatsende. Kann sehr gut sein, dass hier neue Dinge entwickelt werden oder eben, dass hier einiges hereinkommt. Hiervon soll nicht jeder wissen. Also hier kommt jetzt was auf dich zu, nämlich vom Umfeld. Das ist jetzt der Aufruf für diese Blockade. Da könnte es jetzt dazu kommen, dass du ein Angebot bekommst oder dass du dich hier irgendwo eingefangen, eingesperrt fühlst und da ist irgendwie, da sollst du aufwachen. Das könnte ganz schleichend funktionieren. Ich habe ja auch einfach diese zyklische Meldung, dass das hier nicht ganz klar ist im letzten Monatsdrittel. Also hier geht es auch um sich gefangen fühlen. Aber das ist halt auch irgendwo eine Illusion. Also du kannst hier raus. Es ist deine Entscheidung, ob du dich hier in irgendeinem Punkt festnageln lässt oder nicht. Das ist irgendetwas, was sich für dich eher unangenehm anfühlt. Wir alle haben unsere Pflichten und Verpflichtungen, das ist natürlich klar, aber in dieser Angelegenheit, da hast du einfach das Gefühl, du bist hier eingesperrt und das möchtest du nicht. Und hier bekommst du im letzten Monatsdrittel eben die Möglichkeit, das für dich aufzulösen. Du kommst ja auch mit einem guten Schwung einfach in das letzte Drittel, also mit viel positiver Energie auch, mit viel Kraft und hier kannst du dann dementsprechend handeln und es geht auch darum, das soll hier auch oben bleiben und das Universum prüft das hier gegen Monatsende noch einmal und da soll dann diese Blockade eben fallen, also dieses sich gefangen fühlen, vielleicht auch irgendeine Verpflichtung, die du einfach nicht möchtest, die zu viel ist, hier dementsprechend handeln und wir schauen uns jetzt mal den zwischenmenschlichen Bereich näher an, was wir hier beobachten dürfen. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Querverbindung, das kommt auch öfter vor. Auch hier, also ich habe hier den Input. Dieses Licht, das dir hier aufgeht zum Monatsanfang. Das dürfte hier im Privaten anscheinend passieren, also im Gespräch mit einer anderen Person. Ich sehe hier, dass du Unterstützung so generell an deiner Seite hast. Hier zeigt sich eine Verbindung zu einer Person. Das muss jetzt nicht, wie es hier steht, eben eine Schwester sein, sondern das kann auch natürlich ein Bruder sein, kann eine enge Freundschaft betreffen, eine gute Bekanntschaft, kann natürlich auch, ja, kann in, wenn du in einer Partnerschaft lebst, kann das auch hierfür stehen. Also hier geht es um ein Gefühl, ja, sich zu Hause fühlen, angekommen sein, auch irgendwo sich auch beschützt fühlen. Also so mehr um das geht es. Aber du hast ja jemanden an deiner Seite und irgendein Gespräch mit dieser Person, also da geht dir anscheinend ein Licht auf, was wie ein Befreiungsschlag anscheinend ist. Also das ist hier sehr, 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 sehr spannend zu sehen. Ich sehe auch, ja, eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Kann auch sein, dass hier eine neue Person das Feld betritt. Also ich sehe hier viel Flexibilität.
Hier kommt Schwung rein und irgendwie, das passt doch sehr gut zum beruflichen und finanziellen, denn hier löst sich auch was und hier kommt auch einiges in die Gänge. Also dir wird offenbar umfassend irgendetwas Wichtiges für dich persönlich klar. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und jetzt kommt etwas Spannendes. In der Monatsmitte geht es anscheinend um irgendeine Situation und da haben wir jetzt auch dieses sich gefangen fühlen irgendwo. Das ist ja auch eine Illusion. Du kommst in eine Situation, wo du glaubst, du kannst hier irgendwie nicht entrinnen. Aber das soll nur so wirken. Das habe ich auch hier liegen. Das habe ich hier zweimal liegen. Hier hast du im zwischenmenschlichen Bereich anscheinend in der Monatsmitte eine Prüfung, wo du hier irgendetwas enttarnen sollst und wo du auf irgendetwas draufkommst. Du misst hier irgendeine Angelegenheit mit einer anderen Person zu viel Bedeutung vielleicht auch zu. Das heißt nicht, dass diese Angelegenheit generell unwichtig ist, aber sie bekommt einen zu hohen Stellenwert in deinem Leben. Ich habe hier aber auch den Impuls. Also hier geht es um eine Prüfung und du hast hier im Umfeld offenbar auch Unterstützung oder vielleicht lernst du jemanden kennen oder es gibt ja eine Person, die dich hier unterstützen kann, vielleicht auch rausreißen kann, weil ich habe hier einfach auch Freiheit liegen. Es geht hier um Befreiung. Vielleicht geht es ja auch um eine Konfrontation, ein unangenehmes Gespräch, das hier geführt werden muss, weil das hier so nicht weitergehen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das ganz natürlich geführt werden wird, sobald du hier drauf gekommen bist, was hier nicht rund läuft irgendwie. Und jetzt schauen wir uns noch das letzte Monatsdrittel an im zwischenmenschlichen Bereich und ich sehe hier, dass hier eine offene Frage beschäftigt dich offenbar im letzten Monatsdrittel. Du wirst die Antwort bekommen, aber das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Es geht ja darum, dass du auch vertraust. Dieser Wunsch ist hinausgesendet. Du möchtest hier in irgendeinem Punkt Klarheit haben. Diese Klarheit wird zu dir kommen. Du sollst es auch dementsprechend loslassen, weil du hier wichtigere Dinge zu tun hast. Also ich habe hier egal wie jetzt deine private Situation so ist, also mit anderen Menschen, du kommst hier in den Fluss. Also Dinge, hier kommen einige Dinge ins Rollen am Monatsende, die sehr wichtig für dich sind. Also du kommst hier auf deinen Weg. Es sollte hier auch einiges leichter werden. Was ich hier nämlich auch sehe, ist, es ist hier ganz wichtig, auch hier geht es nochmal darum zu erkennen, was ist echt und was nicht. Also diese Situation, die wird dich nochmal beschäftigen im letzten Monatsdrittel. Und zwar, du wirst hier in einem größeren Rahmen reflektieren, wo findest du diese Muster, die du hier hast, wieder, also und kannst das dann dementsprechend auflösen. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Da geht es anscheinend um einen Teufelskreis. Das, was ich hier eben in der Monatsmitte sehe, das bedeutet nicht, dass diese Verbindung zerbrechen wird. Hier geht es mehr um ein Klären, ja, und das begleitet dich auch im letzten Monatsdrittel und so generell wird hier einiges leichter und klarer. Ja, mein lieber Schütze, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich.
Glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.